Also hier kriege ich ein bisschen Höhenangst. Mama, wir gehen nicht da seitlich, aber wir gehen die Stufen hoch. Mama! Deshalb, wir gehen jetzt gleich durch die Passkontrolle und dann geht's ab nach Cornwall. Wir sind jetzt am Flughafen. Den Berg runter zur coolen Musik. Marcel, wenn du das hier siehst, es klingt wie deine Lieblingsband. Das ist echt verrückt. Da ist unser Hotel. Und da ist die tolle Bar. Ich weiß immer noch nicht ganz, ob ich das hier vlogge für meinen kleinen Kanal oder einfach nur für die Family und für mich als Erinnerung. Aber eigentlich wollte ich es nur für die Family machen, aber andererseits, und ich finde es auch einfach einen coolen Einblick für euch. Vielleicht interessiert es auch die meisten wahrscheinlich gar nicht, was ich hier so wieder von mir gebe. Aber Vloggen macht halt auch Spaß und es ist halt auch entspannt und kein Stress. Und ich hole die Kamera auch wirklich nur raus, wenn ich denke, jetzt habe ich Bock. Und sonst lasse ich die drinnen, also why not? Ja, mal gucken. Aber es ist auch ein Bücherkanal, ne? Eigentlich, ich bin ja, also, wen soll das interessieren? Aber ich gucke sowas auch unheimlich gerne. Ich liebe Vlogs. Ich liebe es einfach, wenn Leute zum Beispiel auch ihre Wäsche aufhängen. Hier sehen Sie Lampen, die nicht funktionieren. Da sehen Sie noch ein, da sehen Sie ein gemachtes Bett von der, von Sarah. Mhm, ich habe sogar schon einigermaßen mein Bett gemacht. Geile Aussicht, ne? Also könnte ich jeden Tag nach dem Frühstück erstmal Zeit verbringen. I'm dying. Original, wie heißt das nochmal? Sunday Roast, ne? So ein Yorkshire Pudding, Fleisch, ein kleiner Teller. Ja, kannst du gern probieren. Und du hast? Ich muss ja nochmal aufnehmen. So Köfte, ne? Ja. Yum, yum, yum. Und so eine Apfelsoße. Bin mal gespannt auf die Kombination. Gesagt, Plattform 1. Also wir haben jetzt tatsächlich Tickets bekommen. Keine schönen Fotos machen, weil du da einfach die Panik im Gesicht hast. Morgen, heute ist Mittwoch schon tatsächlich und ich mache mich jetzt auf den Weg zu so einer Art Massage, chiropraktische oder zu so einem Chiropraktiker. Es ist noch sehr früh, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, entschuldigt, weil ich wieder extrem Verhärtungen in den Schultern habe und mich gestern wirklich kaum bewegen konnte und so Kopfschmerzen habe, so Spannungskopfschmerzen. Es sind nur 20 Minuten, ich hoffe, es hilft mir vielleicht ein bisschen. Danach ist der Plan, dass ich alleine
ein bisschen durch die Gärten gehe. Da haben wir nämlich gestern zwei wunderschöne Gärten entdeckt und ich habe Lust, mich so ein bisschen alleine mal ein Stündchen hinzusetzen, wenn ich eh da in der Ecke bin und zu lesen, weil ich das Buch, jetzt habe ich es nicht hier, sondern im Rucksack, von der lieben Anja, Herzgedanken, ich kann den Titel immer noch nicht. Herz hören, Herzgedanken. Wieso habe ich so Probleme mit dem Titel? Weiterlesen möchte, es ist so wunderschön und es ist wirklich sehr, sehr poetisch und geht ans Herz und macht großen Spaß, weil es auch spannend ist. Ja, und das ist der Plan und dann zeige ich euch gleich ein paar Ausschnitte von den Gärten. Das ist doch mal eine Bücherei, Leute. Sieht das geil aus. Und da unten ist schon wieder das Wasser. Sind die Häuser hier nicht süß? Ich glaube, es sind aber fast alles Bed and Breakfast, aber hier stehen auch ein paar leer. Wahrscheinlich, weil hier einfach kein Strand ist, ne? Dann hat man wahrscheinlich auch bei dieser Konkurrenz nicht immer Glück. Guten Morgen, heute ist Donnerstag schon. Wow, Donnerstag, Freitag fahren wir zurück. Sieht man mich überhaupt in einem schlechten Licht? Ich habe mir jetzt ein bisschen Obst gemacht als Frühstück und Kaffee. Und dann geht es gleich auf zum St. Michael's Mount. St. Michael's Mount, St. Michael's Mount, Batman-Mobil. Ich freue mich sehr auf den Berg heute. Wir müssen mal gucken, ob meine Mama da hochkommt, ob sie das schafft. Und wir gehen das Risiko aber ein. Und buchen jetzt erstmal und dann gucken wir mal. Aber die Aussicht ist ja auch schon cool sonst. Genau, bis später. So, St. Michael's Mount. Und da müssen wir jetzt irgendwie mit dem Boot hin. Aber die See ist. Also, ich habe ein bisschen Respekt. Aber da fahren schon zwei. Das sieht unfassbar aus. Und jetzt guckt euch das an. Ich kann es gar nicht glauben. Also wir sind jetzt drin. Aussicht ist schon total toll. Da war der Ticket Place, der egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt drin, aber dieser kleine Weg hier ist schon heftig. Also der Anstieg, das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, okay, wir sind jetzt auch nicht die Sportlichsten und Mama ist ja auch nicht mehr so die Jüngste, aber das wird schon eine Herausforderung, da gleich hochzukommen. Die Kamera mal ein bisschen ruhiger halten und immer wenn ich aufgeregt bin, rede ich ja auch eigentlich immer so. Das ist ganz fürchterlich. Ganz schön windig, Mama. Also da darf man sich nicht so weit rauslehnen. Ich krieg die Knie.
Seite, da gehen die Stufen. Mama, Mama, geh die Stufen. Die Stufen, Mama. Gar kein Fall zu nah am Geländer, Mama. Kein Windstoß und du bist weg. Leute, hier ist keiner und dann geht man einfach frei durch dieses Schloss. Wow. Oh mein. Oh, hoffentlich habe ich noch ein bisschen Platz an meiner Speicherkarte. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit filmen, ich will das auch auf mich wirken lassen natürlich, aber das ist schon ein bisschen, also das möchte ich schon festhalten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ist das gruselig, ich habe mich zum Tode erschrocken. Nein, die Uhr hat ge... Das ist schon sehr atmosphärisch, Mama, oder? Oh my gosh, look at this. I'm in heaven. Ist das schön? Sieht die toll aus. Sieht die toll aus. Also könnte ich den ganzen Tag jetzt verbringen lassen? Also hier kriege ich ein bisschen Höhenangst, wenn man hier so steht. Wow.